Wir versuchen, möglichst hoch zu kommen, reißen den kompletten Wald ab und bauen ein wunderschönes Kunstwerk. Eigentlich soll man in Satisfactory die beste, effizienteste und schönste Fabrik bauen. Doch was ist, wenn wir das Konzept umdrehen und einfach nur irgendwelche Scheiße bauen? Wow, ich fühle mich gerade wie bei der Entdeckung von Indien. Planetenmassage. Okay, dich brauchen wir erstmal eh nicht. Ja, danke. Lecker Beeren. Ein Vogel. Hallo. Kann ich dich mitnehmen? Irgendwie nicht. Okay, mal schauen, ob wir irgendwas anderes machen können, als ihr zuzuhören. Wir sollen jetzt eigentlich dieses Ding, womit wir gerade gelandet sind, abbauen. Aber wir laufen einfach mal so ein bisschen hier rum. Was ist das denn? Warte, nicht weglaufen. Junge, was sind das für Beine? Greift uns das an? Ne, ich glaube nicht. Hallo, alles gut? Was haben wir hier? Quarz? Ah, okay, wir können es abbauen mit unserem wunderschönen Meißel. Was sind das denn für Tiere? Sehen die auch so lustig aus wie das gerade? Wieso gucken die mich so an? Oh nein. Ich glaube, die greifen einen an, nicht so wie gerade dieses komische Ding. Oh, ich laufe lieber zurück zu unserem Schiff. Okay, da oben können wir zum Glück sehen, wo es hingeht. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo wir herkommen. Dinger sind hinter... Oh, die sind immer noch hinter uns. Können wir hier hoch? Oh, zum Glück. Oh, jetzt könnt ihr nichts mehr machen. Pech gehabt. Ich glaube, wir kommen nicht drum herum, dieses Ding abzureißen. In die Richtung müssen wir. Ah, ich sehe es da vorne schon. Wir laufen einfach schnell in die Richtung. Vielleicht hilft uns er hier, ja? Hallo, Hilfe? Das sieht nicht so aus. Ah doch, er hat die Aufgabe. Er hat die aufgehalten. Aber es bringt nicht viel. Oh. Okay. Wo ist er? Da ist er. Da ist das Schiff. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Okay, wir müssen das abreißen mit F. Nein. Ich glaube, wir sind sie losgeworden. Oh, das ist schon wieder so ein Ding. Ah, ist doch eine schöne gerade Fläche, um unser Hauptquartier aufzubauen. Ah. Jetzt haben wir auch endlich was, um die anzugreifen. Na, probieren wir es direkt mal. Ja, jetzt läufst du weg, ne? Na komm, bleib stehen. Boah, das ist ja mega schnell. Also wir sind erst 10 Minuten hier auf dem Planet und wir zerlegen einfach schon die gesamte Ökologie. Wir wollen das Klima nicht schützen. Was? War das überhaupt ein Wort? Ökologie? Öko? Ich glaube, ungefähr passt das schon. Hier räumen wir erstmal ein bisschen auf. Wo ist noch so ein Ding? Hier ist noch so einer. Guck, die laufen jetzt schon weg, weil ich dieses krasse Ding habe. Als erstes zerlegen wir mal hier den ganzen Wald. Okay, die großen Bäume kann ich wohl nicht abtragen. So, jetzt habe ich erstmal ein bisschen aufgeräumt. Und jetzt versuchen wir mal unser Hub zu bauen. Also wir brauchen Eisen. Ah, okay. So, hier ist schon mal richtig viel Eisen hier oben. Nur, dass hier eine riesige Schlucht ist. Ob ich wohl hier runterspringen kann? Ah, das ging ja. Ah, ich kriege hier wieder so eine Ah, da ist wieder so ein Ding. Wollte schon sagen, ich kriege schon wieder so eine Warnmeldung hier. Na komm. So. Oh mein Gott, was machen die für krassen Schaden? Ich muss vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. So, das ist hier wohl das Eisenerz, ja. Okay, das haben wir ja gerade schon mal gemacht. Jetzt schlagen wir das so ein bisschen mit unserem Meißel und dann kriegen wir das ins Inventar. Super. Jetzt habe ich da oben extra alles aufgeräumt und jetzt sollen wir hier unten bauen. Ich lasse mir doch nichts von der sagen. Also wieder ab nach oben. So, vorsichtig, vorsichtig. Zack, und gebaut. Wieso fehlt hier die Hälfte? Oh, wir müssen das freischalten. Okay, okay. Wir müssen also erstmal hier unser Ding upgraden. Also da komme ich jetzt nicht drum herum. Also 10 Eisenstangen. Okay, dafür müssen wir unser Eisen jetzt erstmal in Eisenbarren umwandeln und dann können wir Eisenstangen bauen. Anscheinend mit unseren Händen oder nur mit diesem einen Hammer, der hier liegt. So, 10 Stück. Und fertig. Ah, wunderschön. Es geht ja hier alles von alleine. Im nächsten Upgrade kriegen wir sogar Öfen. Brauchen wir allerdings nicht nur Stangen, sondern auch Platten. Ich hoffe, ich habe noch genug Eisen mit. Habe ich natürlich nicht. Vielleicht hätte ich doch auf das Tutorial hören sollen, weil jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen zu dem Eisen da unten. Jetzt kommt das Ganze hier wieder rein. Und zack. Schon ist unser Haus fertig gebaut. Wie praktisch, jetzt können wir die ganze Umwelt, die wir hier gerade eingerissen haben, hier in dieses Ding reinschmeißen und absolut verbrennen. Jetzt muss ich wieder runterlaufen und Eisen holen. Ich würde sagen, als nächstes bauen wir nämlich hier so einen Ofen und die Ausrüstungswerkstatt. Da können wir so kleine Miner herstellen, die dann das Eisenerz automatisch für uns abbauen. Und dann können wir die ganzen ins Ofen reinschmeißen und der macht dann aus dem Eisenerz für uns die Barren. Brauchen wir aber auch noch Kupfer. Und jetzt können wir hier auf unseren komischen Suchding Kupfer suchen. Und da oben ist sogar Kupfer. Wie praktisch. Oh, der hat sich einfach selber von der Klippe geworfen. Ich hoffe, der kommt hier nicht wieder hoch. Ah, inzwischen unser komisches Elektroschock-Ding einfach so stark. Das legt hier die ganze Fauna um. Ich hoffe wirklich, ich habe jetzt genug von diesem Kupfer gesammelt. Nicht, dass ich gleich wieder dahin laufen muss. Die Idee mit dem Hub nah an Eisen ist vielleicht doch nicht so schlecht gewesen. Aber wieso sollte ich mir von irgendwem, den ich nicht mal kenne, was sagen lassen? So, die Miner kommen also hier drauf und hier drauf. Also rein mit dem ganzen Holz, was wir abgehackt haben hier. Und jetzt müssten wir, jetzt können wir hier auswählen, Eisen. Und dann tun wir das Erz rein und da geht's los. Und jetzt kriegen wir Eisenbarren raus. Und damit ist unser Haus fertig.
Jetzt können wir endlich richtig loslegen mit den... Oh, also nochmal ein bisschen hier abbauen und da einsammeln. Was ist das? Hier reinschmeißen, das rausnehmen, bauen, hier reinschmeißen. Oh nein, 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 nicht schon wieder. Boah. Jetzt reicht mir aber, jetzt zerlege ich euch alle. Na endlich. Jetzt müssen wir aber fertig sein, kommt schon. Nein. Jetzt legen wir aber richtig los. Wir können ziemlich einen Miner bauen, aber nicht einen, wo wir alles aufheben müssen, sondern einen, der hier so einen Ausschuss hat. Und den können wir jetzt verbinden mit unserem Ofen, dann mit einem Konstruktor. Und der kann dann für uns diese ganzen Eisenplatten und Eisenstange und den ganzen Scheiß herstellen. So, jetzt haben wir das ganze Ding mit Strom verbunden. Jetzt müssen wir hier nur noch auswählen, was er machen soll. In dem Fall sind es halt die Eisenbarren. Und hier hinten sagen wir mal einfach Eisenplatten. Jetzt läuft das Eisen hier schön rein in unser Dingsbums. Und der baut dann Eisenplatten. Dahinter kommt jetzt noch so ein schöner Container und da wird es dann direkt eingelagert. So, die Betonproduktion läuft jetzt auch. Und glaub mir, Beton wird noch der wichtigste Rohstoff hier für unser Ziel, die möglichst ineffizienteste Fabrik der Welt zu bauen. So, der Schmelzofen kommt mal da unten hin. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch verbinden. Ah, perfekt. Das klippt ja gar nicht durch den Berg. Da kommt schon das Kupfer direkt aus dem Berg. Viel effizienter geht's nicht. Was ist da oben eigentlich für ein komisches Ding? Ist das eine Schnecke? Da sammeln wir die mal ein. Ich meine, was soll schon passieren? Ich habe gerade herausgefunden, dass man so super schön sliden kann. Und das ziemlich weit. Versuchen wir es mal auf diesen kleinen Berg. Wow. Die neue Art der Fortbewegung. Wir können anscheinend derzeit noch nichts machen mit dieser Schnecke, die wir gefunden haben. Naja, vielleicht ändert sich das ja noch in der Zukunft. Oh, ich steck fest. Ach, C löst einfach alle Probleme. C wie, habt ihr schon Clifty abonniert? Wenn nicht, dann ist jetzt der Zeitpunkt. Was kommt jetzt für ein Ding hier runter? Jetzt können wir endlich loslegen. Und jetzt seht ihr auch, wieso ich unbedingt Beton haben wollte. Denn wir können Fundamente bauen. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber ich frage mich ja schon, wie hoch es hier wohl geht. Oder ob wir diesen Planeten da erreichen können. Um noch schneller unser Ziel zu erreichen, tat ich natürlich das einzig Richtige. Ich habe eine zweite Betonproduktion aufgebaut. Damit ich nicht immer so weit laufen muss, habe ich jetzt ein Förderband hier durch diesen Berg verlegt. Bis hier hinten hin. Und hier kommt jetzt unser ganzes Beton an. Hier ist unser Kumpel ja wieder. Wow. Man kann ihn ja sogar als Sprungfläche benutzen. Wie hoch wir hier wohl kommen? Das ist ziemlich cool. Ich hoffe, ich falle jetzt nicht gleich hier runter. Wie komme ich generell jetzt hier je wieder runter? Wir springen einfach mal auf unsere Maschine vielleicht? Ach, nicht mal Schaden bekommen. So, und damit schicken wir jetzt unser Ding hier los. Und jetzt können wir endlich unser großes Projekt bauen. Also ich frage mich jetzt schon, wie lange das wohl dauern wird, hier hochzulaufen, denn auch immer. Da hatte ich ja wieder eine super Idee. Okay, wir haben schon wieder kein Zeug mehr. Oh, das ist wieder unser kleiner Vogelfreund. Können wir den wohl streicheln? Warte doch. Oh. Ups. Oh, oh mein Gott, hab ich mich erschreckt. Dieses Ding schon wieder. Inzwischen habe ich keine Angst mehr vor euch. Und es geht noch viel höher. Ich glaube, wir sind ja an etwas Großem dran. Schaut mal, wie hoch wir schon sind. Und immer noch sind die Wolken so weit weg. Wie viel höher können wir wohl noch kommen? Frag mich ja, wie wir jetzt wieder runterkommen. Am liebsten würde ich ja in den See da springen. Aber ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ich glaube, der ist ziemlich weit weg. Andernfalls müsste ich alles wieder runterlaufen. Okay, was soll's, wir probieren's. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn wir sterben. Ob wir dann alles verlieren oder so? Oder ob das Spiel vorbei ist? Keine Ahnung. Wir probieren's einfach. Oh Gott, okay, das schaffen wir auf gar keinen Fall. Nein, das war viel zu weit drüben. Oh, wow. Das war jetzt krass. Gut, dass wir so viele Beeren gesammelt haben. Die können wir nämlich schnell mal essen, um unsere Gesundheit wiederherzustellen. Ich habe soeben extra eine zweite Eisenproduktion da hinten aufgebaut, um euch jetzt was ganz Besonderes zu zeigen. Ich habe mir nämlich diese ganze Mühe gemacht, um diese Kettensäge freizuschalten. Und ich glaube, ihr wisst, was ich damit vorhabe. Da ist sie. Unsere Kettensäge. Probieren wir sie mal hier vorne aus. Oh ja. Seht ihr den Wald da hinten? Jetzt ist hier kein Wald mehr. Hey, kann ich eigentlich auch den noch mit der Kettensäge losgehen? Natürlich nicht. Lass mich mal hier in Ruhe die Bäume fällen. Das fühlt sich doch einfach gut an, auf einen fremden Planeten zu fliegen, mit wunderbarer Landschaft und einfach komplett alles zu zerstören. Und das nur, um hier dieselben Industrieanlagen aufzubauen wie auf der Erde. Sogar dieses Fliegeding ist hier überrascht, was hier für eine riesige Treppe erbaut wurde, bis in den Himmel. Oder was sagst du? Und was machen wir jetzt mit den ganzen Holz und mit den ganzen Blättern? Genau, wir packen sie in unsere Constructor, machen noch effizienteren Brennstoff draus und dann verbrennen wir das alles in unseren riesen Kraftwerken. Boah, was ein Slide. Wir können jetzt unsere Förderbänder sogar aufteilen. Das heißt, wir nehmen quasi die Eisenblöcke, die hier rauskommen, und verteilen die in zwei Maschinen.
Bauen also hier so ganz knapp so ein Splitterding dazwischen. Und schon kommt hier drüben auch Eisen raus. Ich habe mich übrigens gerade dafür entschieden, dass wir mal unsere Rampe weiterbauen. Bin wirklich gespannt, ob wir bald die anderen Planeten erreichen werden. Wir sind schon ein bisschen höher gekommen als vorhin. Oh Mann, ich habe gleich wieder keine Eisenplatten mehr. Irgendwie nimmt das alles kein Ende. Für mehr reicht es erstmal nicht. Mal schauen, wie hoch wir sind. Oh mein Gott. Ich habe übrigens irgendwann die Richtung geändert, weil ich Angst hatte, dass ich von der Map... Was war das? Dass ich von der Map laufe. Es scheint wirklich unendlich hoch zu gehen. Okay, wie komme ich jetzt wieder runter? Ich glaube, ich habe einen guten Weg gefunden. Wir können die Rampen als Rutsche nutzen und einfach den kompletten Berg runterrutschen. Muss nur gleich aufpassen, dass ich da in dieser Kurve nicht runterfalle. Okay, wir positionieren uns schon mal ein bisschen weiter rechts, um die Wendung zu schaffen. Und jetzt drehen. Nein! 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 Oh, das ist doch kein See. Nee, das ist jetzt schlecht. Ja, das ist schlecht. Oh mein Gott. Ich hab's schon wieder überlebt. Kann man gar nicht sterben? Ich bin verwirrt. Gut zu wissen. Ist übrigens noch so eine Schnecke, aber diesmal in Gelb. Nehme ich die mal mit? Nee, hier ist wieder irgendwas. Ich höre es schon. Schnell weg. Wir haben übrigens was Neues freigeschalten. Das ist MAM. Das steht für Molekuläre Analasemaschine. Und hier können wir jetzt nämlich die Elektroschnecken reinscheppern. Ah, wir haben keine blaue. Denn hier können wir die jetzt quasi erforschen. Und die dann für irgendwas Sinnvolles benutzen, hoffe ich doch. Zumindest können wir unseren Quarz schon mal benutzen. Natürlich sind mir auch, wie in der echten Welt, Kunstinstallationen von großer Bedeutung. Deshalb probieren wir jetzt mal irgendwas Tolles hiermit zu zaubern. Damit die Aliens auch sehen, dass wir gebildete Leute sind. Und nicht einfach irgendwelche Menschen, die ihre Wälder hier zerstören. Wunderschön. Boah, wo können wir diese Riesending denn hier hinstellen? Bloß nicht irgendwo, wo es schief steht. Hier vielleicht? Sieht ein bisschen vielleicht schief aus. Oh, ich fühle mich gerade wie so ein Science-Fiction-Film, Junge. Was ist das für ein Riesending? Was kommt denn da jetzt von oben? Die ganze Erde wackelt. Na, das sieht ja ganz normal aus. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, wie wir in der nächsten Folge die Phase 1 dieses Riesendings hier abschließen und diese tollen Sprungflächen verwenden, um noch höher zu kommen, nicht zu vergessen, unsere Treppe ins Unendliche zu bauen, dann abonniert jetzt. Jetzt. Ach jetzt.